Viel Getier, herrliche Landschaften und stolze Städte. Ich mach die Lasche jetzt. Witziges, Geheimnisvolles und Erstaunliches. Überraschungen inklusive. Großes Gericht. Auf Erkundungstour durch eine aufregende Region, in der Tradition und Innovation aufeinandertreffen. Herzlich willkommen zur Expedition in die Heimat. Hohenlohe, Provinz von wegen. Hier geht was. Hohenlohe, das ist ein Zentrum für zukunftsweisende, moderne Ökologie und Landwirtschaft. Und die Leute haben Power. Heute sind wir im Nordosten Baden-Württembergs unterwegs. Links und rechts der Autobahn A6, die von Heilbronn nach Nürnberg führt. Los geht's in Wolpertshausen. Sie sind echte Stars und haben die Gegend über die Landesgrenzen hinaus berühmt gemacht. Die schwäbisch-hellischen Landschweine galten eigentlich als ausgestorben, wurden dann aber wiederentdeckt. Von diesem Mann aus Wolpertshausen, Rudolf Bühler. Er ist einer der großen Macher in Hohenlohe, Bauer aus Tradition und Leidenschaft. Das ist ja eine richtig herrliche Schweinerei hier, Herr Bühler. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Übrigens befinden wir uns hier auch im Bühlertal. Das ist ja das wunderschöne Bühlertal. Ein Tal nach Ihnen benannt? Umgekehrt. Meine Familie hat sich nach dem Fluss der Bühler benannt. Und das, Die sind ja total zahm. Ja. Ja, heute kann man ja sagen, das schwäbisch-hellische Schwein ist weltberühmt. Aber es war nicht immer so, ne? Das fing vor... gut über 30 Jahren an. Ja, also 82, das ist jetzt 35 Jahre her, galt als ausgestorben, in der Literatur schon als ausgestorben. Und ich habe dann, als ich nach Hause kam, in den Hof angetreten habe, hab ich die Restbestände eingesammelt. Und die haben dann auf unserem Sonnenhof Asyl bekommen. Warum sind Sie so vernarrt gerade in schwäbisch-hellische Schweine? Was macht die so außergewöhnlich? Das sind ganz tolle Schweine. Die sind ruhig und genügsam. Sie eignen sich für die Weidehaltung. Ja. Und Sie haben so schöne große Öhrchen und ihr seid so neugierig, ihr Schweinchen. Ja, dann kommt natürlich auch hinzu, dass die Tiere eine hervorragende Fleischqualität haben. Was ist da anders? Also das ist, sie haben natürlich mehr Speck. Und aber das wissen wir, ein fein marmoriertes Fleisch hat einfach einen anderen Geschmack und eine andere, viel bessere Konsistenz. Und ich meine, unsere Kunden lieben die hellischen Schweine. Und also ich arbeite sehr gern mit, vor allem mit dieser alten Landrasse. Das ist eine tolle Tiere sind es. Und sie sind neugierig. Sehr, sehr neugierig. Hohenlohe und Rudolf Bühler gehören irgendwie zusammen. Er war auch einer der Initiatoren der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft oder des Regionalmarktes. Als das alles mal anfing, da haben Sie noch mehr gemacht, als das Schwein eben hierher zu holen und wieder zu beleben. Sondern Sie haben ja auch ein ganzes Umfeld geschaffen für die Bauern hier. Was mussten Sie damals eigentlich alles neu sortieren? Das haben wir gemeinsam gemacht. Also ich erinnere mich, als ich nach über 6 Jahren Entwicklungshilfe in Afrika und Asien zurückkam, dachte ich, also hier läuft auch ein bisschen was schief. Mhm. Wir müssen uns wieder auf unsere Kultur besinnen, auf unsere Tradition. Wir müssen bestmögliche Produkte machen und eben nicht mit Gentechnik, nicht mit Antibiotika, sondern traditionell ökologisch. Also artgerechte Richtig. Tierhaltung, das ist made in Hohenlohe. Stimmt, ja. Also wir waren eigentlich die Ersten, die überhaupt Regionalität, ländliche Regionalentwicklung
angedacht und entwickelt haben hier. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir unseren Bauern Zukunft geben. Also, Schwein gehabt, Hohenlohe. Der Hohenloher Strippenzieher ist auch verantwortlich dafür, dass Schloss Kirchberg wieder auf Vordermann gebracht und in ein Bildungs- und Kulturzentrum verwandelt wird. Ein rastloser Mann, aber ein echter Visionär. Und Schlossherr sind Sie auch noch? Na, das ist die Stiftung Haus der Bauern. Die habe ich vor 5 Jahren gegründet. Als Bildungswerk und Sozialwerk der bäuerlichen Erzeugemeinschaft. Und dann haben wir dieses Objekt gefunden. Das stand leer mehrere Jahre. Und jetzt wird es unser Nukleus der Agrarwende sozusagen. Das heißt? Da kann man ökologische Landwirtschaft studieren, soziales Wirtschaften, Gemeinwohlökonomie und solche Themen, die wichtig sind, uns wichtig sind. Also Sie kennen Hohenlohe ja wirklich, muss man dazu sagen, obwohl Sie viel in der Welt rumgekommen sind. Ja. Erzählen Sie mir, was macht Hohenlohe einmalig, Ihre Heimat? Ja, es ist meine Heimat, die Heimat meiner Familie und unserer Freunde. Ich erlebe Hohenlohe als eine echte Region und ich denke, das ist was wert. Wetten? Der Mann aus Wolpertshausen wird auch weiter von sich reden machen. Das ist nicht irgendein Eis, sondern Heumilcheis der Eismanufaktur Mu im Kirchberger Schloss. Jetzt habe ich für dich einmal ein Karamell-Fleur-de-Sel, Pistazieneis und Heumilchblume. Absolut bio, nur mit feinsten Zutaten. Karamell-Fleur-de-Sel mit echtem Meersalz. Oh. Zum Verlieben gut. Ist das gut? Was? Es ist ein Bio-Eis, ne? Was heißt bei euch jetzt Bio? Also es ist komplett alles aus biologischen Zutaten, Farbstoff- und konservierungsfrei, auch ohne künstliche Zusatzstoffe. Auch Geschmacksverstärker sind echt ein Tabu. Und insofern, wir arbeiten mit dem, wie es die Natur uns vorgibt. Und die Milch dafür kommt von den Kühen, die ums Schloss laufen? Ja, genau. Also im weitesten Sinne laufen sie hier ums Schloss. Und es kommt gut an? Also es ist schon so, oder ist die Also ich würde sagen, wir haben in Kirchberg unsere richtigen Stammkunden gefunden. Und auch jeder so, der hier reinkommt. Also ja, also es kommt sehr gut an. Eigentlich sind Nina und Klaus Sohl ursprünglich gar keine Eis, sondern Filmemacher. Sie drehen Dokumentationen über Kunst und Kultur und seit einiger Zeit auch Imagefilme über die Region. Die beiden sind ein echtes Dreamteam. So, und jetzt wird Eis gemacht. Es gibt Kürbiseis. Passend zur Saison, passend. Also noch sieht's aus wie Kürbissuppe. Riecht auch so. Ja, aber sie ist natürlich süß. Richtig süß. Ja, ja, das wird jetzt nachher anschließend dann meistens schon einkochen lassen. Klaus bereitet gerade schon die nächste Charge vor. Wo habt ihr die Kürbisse her? Die kommen aus unserem eigenen Garten. Wir haben hier einen Demeter-Garten und da habe ich sie heute in der Früh geerntet. Ihr seid so bio. Ja, genau. Ganz regional, also wirklich ganz regional. Habt ihr eigentlich so eine Arbeitsteilung, so nach dem Motto, Klaus macht das, Nina macht das? Ja, sagst du. Ja, Klaus macht das, was Nina sagt. Und ich kann mir vorstellen, das funktioniert. Ja, funktioniert ganz gut. Ja. Wie seid ihr zwei überhaupt auf die Idee gekommen, mal Eis zu machen? Es war vor der Ventura in der Sonne. Wir waren dort für ein Projekt auf den Kanaren 2 Jahre. Und da haben wir 2 Jungs kennengelernt, die ihren Traum sich erfüllt haben, auf der Insel zu bleiben und zu surfen. Den lieben langen Tag, in dem sie Eis machen. Sie nennen sich die Eisdealer und haben dort eine Eisdiele.
Und immer hübsche Mädels am Start, die ihr Eis verkaufen. Also das funktioniert bestens. Und so hat sich das der Klaus, glaube ich, dann auch vorgestellt. Eine Eistheke mit lauter schönen Frauen. Genau. Jetzt ist mal ein Kirchberg, okay, es ist nicht am Meer. Aber schon schön hier, oder? Schon schön hier, doch. Auch. Ja. Wirklich schön da im Schloss. Also das gefällt uns ganz gut. Auch, dass man neben diesem Filmemachen was Kontemplatives hat. Also mit Eis machen ist was Einfaches und man hat sofort ein Ergebnis. Und das ist das Schöne daran. Beim Film ist es viel Arbeit, bis man mal ein Ergebnis sieht, dauert sehr lange. Und das hat uns irgendwie Spaß gemacht, jetzt mal was mit den Händen zu machen. Einfach so ein Produkt herzustellen. Ja, das kriegen wir da rein. Sehr gelacht. Sag mal, habt ihr das eigentlich hier gleich so richtig hingekriegt, das Eis machen, oder hat das lange gedauert? Es ist alles passiert, was einem passieren kann. Ja? Also ja, die ganze Pampe war am Boden, alles. Aber inzwischen sind wir ganz fit. So, jetzt kommt die sogenannte Eisbase dazu. Die besteht zu großen Teilen aus Bio-Heumilch und Sahne. Die genaue Rezeptur streng geheim. Das Ganze wird mit dem Kürbismus vermixt. Diese Masse geben wir in die Eismaschine, in der alles nochmals gerührt und gekühlt wird. Jetzt wird probiert. Ich glaube, es ist der schönste Teil beim Eismachen. Also ich würde es genauso nehmen. Ja? Also gut, dann lassen wir es raus, oder? Noch ein paar karamellisierte Kürbiskerne dazu. Und fertig. Echt lecker. Sag mal, habt ihr zwei noch Träume? Ja, der Traum ist natürlich, dass aus Mu eine ordentliche Marke wird. Ja, das wäre natürlich klasse. Und wir wollen gerne auch in schönen Verpackungen das in den Supermarkt liefern. Aber eigentlich sind wir jetzt schon ganz zufrieden. So, wenn es so bleibt, ist gut. Freund sagte neulich, Lamese muss ich warm anziehen. Finde ich gut.